Hallo, ich begrüße euch wieder mal am 4. Advent zu einer Buchbesprechung oder Buchvorschläge, wie man es auch immer nennen will, hier bei mir in der Bibliothek. Und ich hatte es ja letztes Mal angedroht, es werden heute Sachbücher vorgestellt. Sachbücher ist alles das, was nicht fiktional, also nicht erfundene Geschichte ist. So habe ich das für mich schnell definiert, damit wir einiges unterkriegen. So fallen also Romanbiografien etwa raus, weil da ja auch erfundene Sachen drin sind, obwohl gerade sehr schöne auf den Markt gekommen sind. Jo, was habe ich dabei? Es ist zum einen, wenn wir uns das mal anschauen, eine Essayreihe aus dem Krimmeier und Scherio Verlag. Dieses Buch heißt Langeweile, wie ihr gerade erkennen konntet. Ach, ich liebe das. So, zurück. In dieselbe Reihe gehört Spiel. Und als drittes noch, ich glaube, 8 Bände sind erschienen, Geld. Die anderen Bände habe ich noch nicht gelesen, aber so als Vorschläge, glaube ich, kann man das nehmen. Vor 100 Jahren wusste man noch nicht, dass die Physik vieles anders machen wird, was niemand kannte. Und eine Frau war besonders da involviert, die sehr bahnbrechende Sachen entdeckt hat. Madame Curie, und das wird in dem Buch von Tobias Hürter, das Zeitalter der Unschärfe, uns sehr schön dargestellt, und da gleich zu mehr. Wir haben dann noch eine Geschichte der Welt in Büchern, Papyrus aus dem Diogenes Verlag, und als letztes, vorletztes, eine Biografie über Anton Kuh. Beginnen möchte ich aber mit Papier. In der Reihe Essay und Archiv der Alfred Krupp Stiftung, also der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung, um genau zu sein, gibt es mittlerweile 6 Bände dieser kleinen, schmalen Reihe. Und ich habe mal rausgenommen Sauerland als Lebensform. Es ist ganz interessant, wo Krupp überall seine Finger im Spiel hatte. Und dieser schöne Essayband, die Krupps im Orient. Die Krupps waren eine der ersten Touristen quasi, die sich das als Pauschaltouristen alles haben nicht bezahlen lassen, sondern fertigen lassen, wo sie hinfahren auf den Nil und mit einem Privatboot. Ich glaube, hier heißt es auch drin, zwischen 150 und 300.000 Euro in heutiger Währung hätte diese Reise gekostet. Wohlan, wer es kann. Jo, diese Reihe schreibt für uns in gut verständlicher Sprache. Das macht ja nicht jeder Historiker. Meistens sind es Historiker, manchmal Soziologen. Erzählt uns diese Geschichte, gerade die Krupps im Orient, erinnert man sich so ein bisschen auch an Karl May. Und wird hier sehr schön dargestellt, auch mit alten historischen Fotos, denn das Krupp-Archiv ist ja voll von Fotos von alten. Und Sauerland als Lebensform, wie gesagt, Krupp hat auch da einige Sachen gemacht oder eben Firmen gehabt oder die mit denen zusammengearbeitet haben. Hier werden auch die Sauerländer sehr schön vorgestellt im letzten Kapitel. Es ist einfach schön zu lesen, es geht relativ schnell. Und die anderen 4 Bände kurz mal gezeigt, die sind noch verschweißt, ich habe sie also noch nicht gelesen. Humboldt und Krupp, sorry. Kunst als Diplomatie. Mies an der Ruhr, da geht es also um Bauhaus. Und als letztes Leuchtende Farben, frühe Lichtbildreihen zu Krupps. Die habe ich noch nicht gelesen, werde ich aber bald machen. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich hatte ja gerade gesagt, Irene Valeggio, Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, im Sommer habe ich vorgestellt bedrohte Bücher von Richard Ovenden. Da ist es. Ich habe heute im Moment so ein bisschen Probleme, Bücher zu halten. Das war im Sommer vorgestellt worden, verloren gegangene Bibliotheken, auch ganz spannend geschrieben. Jetzt hat sie es gedreht. Ist es mit Papyrus auch so etwas? Es geht in die Geschichte. Papyrus ist ja der Vorläufer vom Papier. Auch damals wurden schon Bücher gesammelt und entweder ja, durch Ankäufe, und wenn der Verkäufer nicht willens war, hatte man auch schon mal ein bisschen Brutalität ins Spiel gebracht. Das wird sehr schön dargestellt, also jetzt nicht die Brutalität, sondern eben diese Entwicklung dieser frühen Sammelleidenschaften von Papyri, die ja noch keine richtigen Bücher waren, sondern wenn möglich gerollt wurden. Das war nachher auch auf Tierhäuten so, die wurden ja gerollt und in so
verpackt und kamen dann in so Regale rein. Also Bücher, wie wir sie heute so haben, wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, ist damals noch nicht gewesen. Aber es waren halt auch lesende Sachen. Und das wird in diesem Buch auch sehr schön dargestellt. Es ist sehr kurzweilig geschrieben, sehr spannend auch teilweise, sehr fundiert und es macht Spaß für Freunde, nicht nur von Bibliotheken und von Büchern, sondern auch alle, die so ein bisschen historischen Hintergrund haben wollen, wie alles begann sozusagen. Und ein Muss für alle Freunde, die gerne Sachbücher lesen. Ein Tipp für Weihnachten. Ja, ich hatte ja die Reihe, ich bringe sie noch mal kurz ins Spiel. Dieses Buch ist leicht hellblau eigentlich, hier hat es nicht so geklappt, aber der Titel ist ja geblieben. Langeweile, Isabelle Fellmer. Ein Essay über Langeweile. Sie hat es geschrieben in der Corona-Zeit, als sie also auch zu Hause bleiben musste. Und dann hat sie darüber philosophiert. Ja, was ist Langeweile? Wie kommt Langeweile zustande? Ist Langeweile wirklich Langeweile oder langweile ich euch jetzt mit meinen Büchern? Das ist eine ganz spannende Frage, wenn man die mal so ein bisschen im Hintergrund hat. Und es lässt sich kurzweilig lesen. Es ist gut geschrieben, also für uns, auch für mich verständlich. Ich mag Philosophie, ich verstehe die nur nicht. Also wenn ich manchmal die verdrehten Sätze so lese, nicht unbedingt Wittgenstein, da habe ich nun gar keine Chance. Aber auch bei anderen, Hegel zum Beispiel, ja, den lese ich auch nicht gerne, der ist auch so kompliziert. Egal, aber Philosophie, ganz spannend, Platon, Aristoteles, die fand ich sehr schön oder finde ich sehr schön. Und dieses hier fand ich auch ganz klasse zu lesen. Und das gilt auch für die beiden anderen. Ich will sie nochmal einblenden, das ist Spiel. Ja, wer spielt? Wie wird gespielt? Spielen nur Kinder, spielen auch Erwachsene? Was für Spiele? Wo wird gespielt? Ist das Leben ein Spiel? Also auch das ist eine ganz spannende Frage und wird sehr schön dargestellt. Die Bücher sind nicht dick, die haben so knapp 120 Seiten, sind also gut zu lesen und ja, lassen so ein bisschen Nachdenkliches zurück und da kann man weiter selber dran arbeiten. Das gilt auch für Geld. Marlene Engelhorn. Marlene Engelhorn schreibt über Geld. Warum schreibt sie über Geld? Ja, sie hat es. Sie hat genug Geld, sie kann darüber schreiben, sie kann über die High Society schreiben, sie kann schreiben, was Geld mit einem bewirkt. Reiche, sind die wirklich reich? Sind sie glücklich? Und was passiert so mit den Leuten, die Geld haben oder auch kein Geld haben? Das kann sie eben aus der Sicht von Menschen, die eben genug Geld haben, sehr schön darstellen. Aber das auch reflektieren können, dass also Geld allein nicht glücklich macht. Auch dieser Essay ist wirklich gut zu lesen und ein Dank an diesen Verlag, ein kleiner österreichischer Verlag, Krämmeier und Scharjau, Entschuldigung. Und da finde ich, wer eben Spaß an sowas hat, unbedingt mal reinschauen, auch in die anderen Bände, dass ihr euch das mal anguckt und gegebenenfalls auch ja, selber kauft oder verschenkt. Jo, die Madame Curie. Madame Curie, das Zeitalter der Unschärfe, die glänzenden und die dunklen Jahre der Physik 1895 bis 1945. Madame Curie ist bekannt, aber was sie so alles geleistet hat und wie das angefangen hat, sie war ja die erste Frau, die einen Doktortitel gekriegt hat, meine ich mich zu erinnern, das ist schon unwahrscheinlich spannend zu lesen, denn in der Zeit waren ja Frauen noch nicht unbedingt die Nummer 1 in der Welt. Sind sie heute auch noch nicht, aber damals war es noch schlimmer, kann man sich kaum vorstellen. Aber dem war so, Frauen gehörten nicht an die Universität, Frauen hatten zu Hause zu bleiben, Geld verdienen war Sache der Männer, bla bla bla, was wir auch aus den 50er, 60er Jahren noch kennen. Die ist sehr detailliert geschrieben von Tobias Hürter, bei Klett-Cotta erschienen. Auch er hat es geschafft, uns das so schmackhaft zu machen, dass man wirklich dranbleiben will. Es lässt sich fast lesen wie ein Roman, so spannend. Und ja, man möchte da jetzt auch keine Pause machen. Und das finde ich halt gut an Sachbüchern, wenn die einen was vermitteln, aber nicht langweilen mit ihren Texten. Die hatte ich auch schon, wo dauernd Fremdwörter vorkommen, die ich nachschlagen musste. Das macht nun überhaupt gar keinen Spaß. Ist hier nicht der Fall. Auch das für Freunde von guten Biografien und Sachbüchern. Jetzt gehst du bitte zurück. Jawohl, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ach, schade, schade, schade. Ich darf noch ein Buch euch vorstellen. Ich weiß, ich bin heute wieder ein bisschen schnell, aber ihr habt ja heute noch was anderes vor. Deshalb, ja, okay. Viele kennen Kurt Tucholsky, seine Werke stehen hier hinter mir. Einige wenige oder weniger kennen Alfred Polger etwa, den österreichischen Kolumnisten. Und kaum jemand kennt Anton
Kuh. Ja, ich bin per Zufall drauf gestoßen. Anton Kuhs Werke sind jetzt rausgekommen, also jetzt im Sommer rausgekommen im Wallstein Verlag. 7 oder 8 Bände. Eine schöne Ausgabe. Und ja, er ist eigentlich geboren im 19. Jahrhundert, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert. Er ist so ein Mensch, ein Bohem. Das heißt, jemand, der nicht gerne arbeiten will. Ab und zu hat er seine Essays geschrieben und dann auch in der Zeitung veröffentlicht. Aber er lebte eigentlich davon, dass er in den Kaffeehäusern saß und große Reden schwingt, auch reden konnte. Die Leute haben ihm zugehört, dann bekam er was ausgegeben und auch zu essen. Das heißt also, er war auch ein Schnorrer und hat dann aber, um nicht selber da zu schnorren, hat er Freunde geschickt, die sollten dann eben da mal hingehen und für ihn Geld schnorren. Also ist schon eine ganz interessante Persönlichkeit, die nicht unbedingt liebenswert ist, aber was hier an diesem Buch auch wie an vielen solchen Biografien schön ist, ist eben dieses Zeitkolorit, dieses Wien im ausgehenden 19., Anfang des 20. Jahrhunderts bis auch in den Ersten Weltkrieg. Das macht einfach Spaß zu lesen. Und dann, wenn man so eine Figur hat wie Anton Kuh, der ja auch noch einen blöden Namen hat, also tut mir leid, ne, der hat auch darunter gelitten als Schüler, ihr könnt euch das vorstellen. Hey Anton, mach doch mal Mu, Anton Kuh, mach Mu, ach dieser Kram, ja, ihr wisst es. Und da wird es halt interessant, auch die Familienhintergründe, die ganze Familie war nicht anders, also das ist kaum zu glauben. Die haben sich auch alle durchs Leben, ja, ich will nicht sagen gebettelt, aber versucht mit wenig Arbeit viel zu erreichen und ja. Das ist hier die Geschichte von Anton Kuh. Es ist sehr gut erzählt. Manchmal musste ich nachschlagen, weil es sind so österreichische Begriffe drin. Kein Wunder, er ist ja Österreicher, dass ich die nicht kannte. Aber das fand ich legitim und man kann ja schnell mal nachschlagen bei Wikipedia zum Beispiel. Oder wer noch Bücher hat, Duden hat auch noch da Möglichkeiten. Jo. Ja, das war es für dieses Jahr. Ich hoffe, auch bei diesen Sachbüchern war das ein oder andere dabei. Ich entschuldige mich für dieses schnelle Sprechen, falls ihr nicht mitgekommen seid. Aber könnt ihr auch zweimal gucken. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Kommt alle gut ins neue Jahr. Und Mitte Januar, jetzt habe ich das Datum nicht, der 14.5., ich weiß es jetzt nicht so genau, da melde ich mich dann wieder. Ihr werdet es ja mitkriegen, ihr werdet ja informiert, glaube ich, wer abonniert hat. Und ja, wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Kommt auch gut ins neue Jahr. Ich wünsche euch viel Spaß bei den ganzen Büchern, die ich vorgestellt habe, wenn das eine oder andere dabei ist, beim Lesen, beim Verschenken und was weiß ich, was noch alles möglich ist. Macht es gut. Ich freue mich auf nächstes Jahr. In diesem Sinne, aus meiner kleinen Bibliothek sage ich Tschüss. Bis dann.